Wir waren wieder sehr froh, mit dabei zu sein. Die FAFCA hat ja 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Die SIGTA hat ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir kommen ja auch aus Innsbruck ursprünglich. Und wir sind froh, unsere Bestandskunden mal wieder gesehen zu haben und auch viele neue Kunden getroffen und kennengelernt zu haben. Also unser Resümee aus dieser FAFCA ist ganz klar, die Kundenfrequenz und die Kundenqualität steigt jährlich an. Und daraus profitieren wir immens. Unsere Stammkunden sind froh, dass sie da in Tirol wieder eine Messe haben, da wo sie gehen können und wo sie alle sämtlichen Lieferanten, was sie benötigen, finden. Also durchwegs positiv und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Also man muss sagen, wir sind seit 30 Jahren dabei und mit sehr viel Freude und sehr viel Spaß dabei. Und das heurige Jahr, muss man sagen, eine Gratulation an das ganze Messeteam, an den Christian Meyerhofer und seinem grandiosen Team. Es hat heuer an Qualität, an Besucher zugenommen und da muss man sagen, Hut ab. Und wenn wir gemeinsam so weiterarbeiten, dann klappt das. Also die Organisation ist sehr perfekt. Mit der Messe arbeiten wir schon seit über 30 Jahren zusammen. Hochzufrieden. Fachbesucherzahl steigt jedes Jahr, glücklicherweise. Wir haben sehr gute Verkäufe erzielt, Produktneuheiten untergebracht. Und unseren neuen Heineken Blade, ein Zapfgerät für die Kleingastronomen und zu Hause, in den ersten zwei Tagen 80 Stück verkauft. Also mehr als wie erfolgreich. Als Tiroler Privatbrauerei ist die wichtigste Tourismusmesse in Tirol ein Fixpunkt, wo man dabei sein muss. Wir haben heuer wieder viele Kundenkontakte da gehabt. Und ich denke, die FAFCA hat sich über die letzten Jahre sehr gut entwickelt und zeigt nach wie vor einen positiven Trend. Für Hollo ist es die beste FAFCA, auf der wir ausgestellt haben. Wir haben eine Statistik, eine tägliche, über die Gespräche mit unseren Besuchern, mit Kunden, mit Neukunden. Es war noch nie so erfolgreich wie heuer, wirklich. Und ich möchte der Messe ein großes Kompliment machen, weil es sehr professionell organisiert ist. Und man merkt es, es sind Fachbesucher da. Und das ist das Entscheidende, dass nicht der Stand blockiert ist mit irgendwelchen Privatleuten, quasi, die sich auf der Messe verlustieren und die Zeit vertreiben, sondern dass fachlich interessiertes Publikum kommt und unsere Leute, wir sind mit 10 Leuten auf dem Messestand, dann auch die Zeit und die Möglichkeit haben, dir von unseren Neuheiten da zu überzeugen und denen das zu präsentieren. Also wirklich, uns macht Spaß, wir sind gern da als Zierler. Traditionsunternehmen, als Tiroler Traditionsunternehmen, sind wir sehr gerne auf der FAFCA und werden die Messe nie streichen, garantiert nicht. Wir sind jetzt 2017 das zweite Mal nach vielen Jahren wieder dabei, am selben Standort wieder. Es ist ja so, dass es eigentlich ausschaut, so nach den Kontakten, die wir geschrieben haben, dass wir wieder eine Steigerung erreichen können zum Vorjahr. Also wir sind sehr positiv gegenüber der FAFCA und der Kundenbesuche. Also es war super, die 4 Tage war Publikum und Kunden also gewaltig gewesen. Wir sind ja auch jetzt seit 17 Jahren das erste Mal wieder auf der FAFCA und haben eben 30-jähriges Firmenjubiläum gefeiert letztes Jahr. Die FAFCA hat es heuer und da haben wir uns eben entschlossen, dass wir uns zusammentun und ein riesen Fest machen und nochmal ausstellen auf der FAFCA heuer. Wir haben geglaubt, dass es jetzt an der Zeit ist, vor einem Jahr, von der Hausmesse, nachdem sich die Möglichkeit ergeben hat, hierher zu übersiedeln. Und ich glaube, das war für beide Teile, sowohl für die FAFCA wie auch für uns, ein großes Plus. Und wir wollen das in den nächsten Jahren natürlich fortsetzen, weil wir beide voneinander profitieren. Die Messe von unserer Frequenz und wir kriegen Leute dazu, die noch nicht bei uns gekauft haben, noch nicht unsere Kundschaften waren und haben da sehr viele neue, nette Kontakte gefasst. Und wir sind da ganz begeistert, mit dabei zu sein. Als Physiotherm sind wir ja sehr vertreten in der Hotellerie. Wir haben ja über 8000 Hotels in Europa schon ausgestattet. Und da dient natürlich so eine Messe wie die FAFCA dazu, bestehende Kunden wieder zu treffen, wieder mal ihnen die Neuheiten zu zeigen auf komprimierten Zeitraum. Und so ist die FAFCA eine perfekte Lösung für uns. Ich kann nur eins dazu sagen, wir sind mittlerweile das 10. Jahr auf der FAFCA. Und man hat wirklich in den letzten Jahren deutlich einen Anstieg gemerkt, dass das Fachpublikum wirklich wieder verstärkt auf die FAFCA kommt. Ich habe ja gestern Leute da gehabt, die gesagt haben, sie waren jetzt 5 Jahre nicht mehr da. Und jetzt haben sie endlich wieder erfreut, dass sie auf die FAFCA kommen können und wirklich sagen müssen, das ist jetzt wieder eine wirkliche Fachmesse für die Gastronomie. Vor allem auch die vielen Aussteller, die jetzt wieder zurückgekommen sind. Auch die ganze Kombination, wie es eigentlich da abläuft. Und ja,
einfach ein Erfolg, wo man wirklich sagen können, so soll es weitergehen. Und dem Team der FAFCA diesbezüglich auch ein Dankeschön für die Aussteller einmal, dass sie dieses so aufgezogen haben, dass wir nicht immer auf Salzburg alle fahren müssen, sondern ein Tirol, als Tourismusland Tirol, wirklich einmal eine eigene Messe haben für die Gastronomie.